aus bei dir. Ist der Österreicher ja, also, hier? Ja. Ich würde gerne Lothring angreifen, damit du Bescheid Lothring, weißt. Komm mal bitte mit hoch, das ist hier zu voll. Greif an, wen du willst, ich kann da eh nicht supporten. Ja, nee, du musst da ja nicht reingehen, du hast ja keinen Malus, wenn du es ablehnst. Jetzt kommen. Wir sind kurz vor der Offensive, Mann. Ich wollte ja, dich... Ich bin hochgegangen. Ich wollte das oder? Vorher nur ansprechen, nee. Österreich. Nein, der ist noch da. Komm, nee, mach okay. Das nicht. Wir sind... Guck auf meine Armee. Guck auf unsere Armee. Wir können die schlagen. Ich ja. Wie viel Minus machst du? Ich mach 34 Minus, ich kann dir was schicken. Ich hab ne Moral, ja, ich mach 31 Minus. Warte, nimm Darlehen auch. Sonst ich hab schon 5. Bruder, ich hab, wie viele Darlehen? Ne, ich hab 4. Ich hab gar keins. Warte, 5 so. Tage. Fünf Boden, Tage willst du oder willst du noch mehr? Was, 5 Tage? So, jetzt kriegst du Subvention. So, Leute, ich mach mal, ne? Mach mal. Mhm. Russe gehen in die Offensive, oder was? Ja, ich geh in die Offensive. Oh, du kriegst jetzt 33 Dukaten Subvention. Winter-Offensive. Winter-Offensive. Operation Bagration is incoming. Ja, sag mal, hier kann man sich ja gar nicht mehr koordinieren. Sag mal, hat jemand zufälligerweise 1200 Dukaten, um meine Schulden zu bezahlen? Du bist wirklich am falschen Ort. Ich bin fast bankrott. Nach Königsberg. Leute, wenn ich jetzt nicht die 33 Dukaten... Alter, ist da Chaos also, da unten in dem ich Channel. Ich habe jetzt auch keine Militäridee gewählt, die in Richtung Qualität geht. Dazu muss man ist da dazu. Chaos da unten, ich schwör's euch. Wo ist Chaos? Ja, also ich hab das mitgekriegt, im Sonderzug läuft ihr dieses. seine Armee ist gespalten. Jetzt ist es. Ich belagere Wien und die Provinz. Ah ja, ich hab die eine Kampfgruppe gecatcht. Ja, deswegen. Yay. Deswegen sagte ich ja, seine Armee ist jetzt gespalten. Warte mal, warte. Ja, ne, das war klar. Oh, nice. Ich rück jetzt den letzten. Oh, Hannover steht hier. Ey, wir müssen diesen Krieg schnell zu einem Ende bringen. Ich mach nicht mehr so viel Cash wie vorher. Die greifen mich an. Cash in the Tash. Jo, ich bin auf dem in Weg. My Tash. Ich bin auf dem Weg. Entschuldigung. Ich bin auf dem Weg. Wieso kriege ich keine Seeleute? Ach so, deswegen. Weil da ist mir wohl immer Lör passiert. Bald marsch an. Aber warum haben die auf. Ne, weil der Hannoveraner mit drin sind in der Schlacht, oder? Ja. Ja, ah, das sind die Engländer, fahr schneller! Ich bin im Krieg mit Großbritannien, warum das denn? What? Ja, Großbritannien ist Verbündeter von Österreich. Ich habe doch gar nicht Österreich angegriffen, ich habe Lothringen angegriffen. Ja, aber Lothringen ist Kaiser. Österreich ist Kaiser und dementsprechend. Ja, dann lande ich halt in England. Ja, weniger Handelseinfluss für die Briten. Ich glaube, ich muss da auch nochmal landen in Großbritannien. Und das war die nächste. Die Armee hat sich irgendwie haben sie gecatcht. Die Armee hat sich aufgelöst, ist geschmolzen. Ey, da drüben ist komplettes Chaos. Hab ich da höre. Ja, da sind welche. Ja, wo sind die beiden Osmanen? Ja, überall. Oh. Irgendwie, keine Ahnung. Ich rasiere gerade wie Österreich. Aber ich glaube, der Krieg. Was zur Hölle ist denn los, ey? Warum führt Schweden gegen Preußen Krieg? Und ja, Polen Schweden, weil die mit verbündet waren. Schweden will Lübeck haben, damit der Preußen nicht mehr so viel Handelseinfluss in Lübeck hat. Der hat ja auch nichts immer in Lübeck, gell? Spanien, nee. Du kommst jetzt mal mit in den Krieg rein. Wo? Gegen England. Kann ich auch wir gegen England kriegen. Wir haben keine Allianz. Du kannst mal mit deinen 70 Großkampfschiffen flexen. Stimmt. Rigo ist ja nicht da. 49 sind davon in Europa. Das ist ein Angriff. Angriff England. Ich bin von meiner Flotte weggefahren. Ich konnte leider nicht mit denen kämpfen. Das war voll langweilig. Da sind 25 von Großbritannien ohne Admiral. Die sind geflohen. Die sind geflohen. Das war richtig. Das sind 50 britische Schiffe gewesen und die sind von meiner Flotte abgehauen. Alter, ich hab schon eine britische Flotte zerstört. 3 Großkampfschiffe wurden von meinem Untertan zerschlagen. In der Karibik. Tja, scheiße. Alter, meine Inflation geht immer noch runter. Oh. Ist doch gut, hä? Was flänzt du denn?
Ich flenne nicht, ich finde das geil. Iron braucht eigentlich immer noch die 1000 Dukaten. Ich brauche jede Dukate, die irgendjemand übrig hat. Ich wurde gecatcht. Ich muss erstmal meine Großkampfschiffe aufrüsten und. Aber oh, die wurden da gerade. Okay, die Osmanen haben eine Schlacht verloren und ziehen sich gerade Richtung Schweden zurück. Das ist schlecht. Also, für die Osmanen. Die ziehen sich Richtung Schweden zurück. Großbritannien würde einen weißen Frieden annehmen. Das Thema ist erledigt. Sachsen ist Kaiser. Ich hab die mal rausgepiest, die Engländer. Nein! Die Österreicher haben fast keine Armee mehr. Die haben nur 50.000 Mann in diesem diesen halt auf null Moral. Wieso will der Österreicher denn keinen Frieden annehmen? Hat der Lack gesoffen oder was? Ja, der mag Spaß haben. Busy Action, der mag die Runde spannend machen. Der mag keinen Spaß, ja. der ist verrückt. Der mag die Runde spannend machen. Der Frage. Kann herkommen. Hallo? Mhm. Hallo? Willst du Jene angreifen? Das, Jene? Das, gegen das, machen. Gegen das kämpfe ich gerade, das ist mitten in deinem Land, in Afrika. Nee, so viel Atmen habe ich gerade nicht. So viel Atmen habe ich gerade nicht. Aber ich werde es dann nachher auf jeden Fall angreifen und integrieren. Perfekt. Dann. Ich pack gerade ab. Ja, also wenn ich wieder Atmenpunkte. Also. Keine Ahnung, ich kann dir Durchmarschrechte geben, dann kannst du so lagern. Ich kann dich technisch gesehen kann schon in dein Land laufen. Ah, okay, gut. Ich will eigentlich nur noch die letzten drei Provinzen von Marokko haben. Mhm. Aber... Italien. Ja? Was hast du gegen mein Friedensangebot? Ich will das rausgießen. Ah, ich seh die Osmanen! Alter, sind da viele in Schweden, aber die fressen Verschleiß ohne Ende. Zermürbungen, 146 Zermürbungen. Ich würde mal sagen, wenn man das gerade mal so die zwei Italiener und der Österreicher. Nee, ich hatte ja schon meinen Frieden, den ich wollte. Ich hatte nur nicht akzeptiert gehabt beim ersten Mal. Wen bin ich denn alles im Krieg? Wer sagt, wir wollen keine Krieg und Lothringen. Der Osman hat doch irgendwann keine Manpower mehr, wenn der so weitermacht. Nö, der hat genug Regeneration, der sollte 3000 pro Monat oder so machen. Ja, aber der verliert ja, ich habe gerade gesehen, der hat durch einen Tick 146% Zermürbung auf einer Provinz gehabt. Ja, okay. Interessiert den Osman doch nicht. Ich muss mir mal den Weg für meine Kolonien freikämpfen. Da waren so Ureinwohner und die dachten, das ist deren Land, aber... Das war mal deren Land. Das, genau, Betonung liegt auf wahr. Die Australier auch, die hätten da Land. Ja, die Aborigines. Bam, bam, und dann war da kein Land mehr. Du siehst Australien, wie es jetzt aussieht. Das ist so, so muss es sein. Soll ich dir was sagen, Chopper? Guck mal, in den Süden von Nordamerika. Das ist mal ein schönes Florida. Sieht aus wie ein... Ich weiß! So ein Penis, der in die Karibik reingeht. So muss das aussehen. Ja, und genau so sieht's aus. Wie so ein riesengroßer Cock, der gleich die Insel berührt. Alles klar. X. Nein. Mit deinen Penis-Fantasien hast du zuerst angefangen. Stimmt. Ja, guck doch da. Sieht heute auch nicht besser aus. Ja. Ich lass mir da nicht den schwarzen Peter zuschieben. Nee. Ist aber der schwarze Peter. Der schwarze Pete? Der Black Pete. Nee, der schwarze Pete. Kennst du den? Kennt er nicht, aber ist er Holland, ne? Der schwarze Pete. Ich find's schön, wie in den drei Provinzen dann Kaiser ist. Wer sind alles die Kurfürsten? Trier, Sachsen und Mainz. Ich bin im Krieg mit Trier und Sachsen. Wenn einer noch Mainz besetzt, können wir das Reich auflösen. Also ich würde technisch gesehen mit... warte, ich kann hier... Ich habe bald keine... Wo ist Mainz? Da drüben. Ich habe aber keine Grenze und keinen Kriegsgrund mit denen. Ich auch nicht. Ich hätte es auch gemacht, aber... Mainz, nö. Müsste ich... Erst über eine andere Nation ranrollen.
Wer ist denn verbündet mit Mainz? Dortmund und Osnabrück. Habe ich keine Grenze mit. Ach, ich bin ja gar kein Kurfürst mehr, weil wir... Holland, kannst du Dortmund angreifen? Nee. Nein. Alter, diese verkackte Hannover-KI, diese Huren-KI. Kannst du mich anders sagen? Geh aber nicht. Und das Beste ist, ich habe jetzt endlich mal eine Armee. Das ist nicht nur ein Stack an Soldaten. Ja, magst du es immer ausprobieren? Nee, danke. Probiere ich schon aus gegen Angeborene. Das ist super. Ja, okay. Das macht Spaß. Das macht Spaß, das macht Freude. Now it's power. What's your super power again? Ich führe irgendwo in Uruguay Krieg, warte mal. Ja, passiert. Ich hab da einen Krieg angezettelt. Das ist so schön. Nein! Ich hab schon wieder zu viel Regie. Oh, ich hab einfach so zwei Entwicklungen bekommen. Super. Bist du eigentlich ein Kaiserreich, Sepp? Ja, bin ich. Aber. Wie geht es normal? Nicht der. Hier. Also, das einzige, was kolonialtechnisch vernünftig aussieht, ist Nordamerika. Hä? Was für, Alter? Ich zähle jetzt Mexiko immer noch zu Nordamerika. Ach so. Neugranada und Neuspanien sieht auch noch gut aus, aber Südamerika... Ey, was willst du mit meinem Peru? Sieht doch schön aus da an der Seite. Ja, aber People of Brazil und... Ja, meine Fresse. Geht nicht, Alter. Ich mal nicht auf Keks. Ich bin immer richtig aggressiv. Letzte Mal wo... Ja, das könntest du gerne machen. Killer-Keks. Aggressiv. Also wenn du ihn angreifen willst, ich heb dann die Garantie auf, kann keinen Krieg führen, ich brauch Geld. Du kriegst vielleicht 1000 Dukaten von mir. Ja, ich brauch Kohle. Ja, aber wenn du im Krieg bist, kannst du Kriegssteuern erheben. Ja, deswegen führe ich ja Krieg gegen kleine Kackländer. Aber nicht gegen so halte ich mich so. Ja schon die ganze Zeit über Wasser. Du solltest ja gegen mich Krieg führen, hä? Ja, man sollte immer seinen besten Freund verraten. Pay off. Also ich habe nicht genug Geld, um deine... Also ich habe 5000 Dukaten und habe nicht genug Geld, um deine Schulden zu übernehmen. Ja, sorry, ich habe halt Schulden. Wie gesagt, Peter Zwegert, also ich duz den schon. Der stellt einfach Mann so... verliert wieder eine Schlacht. Der stellt seinen Stand einfach so im Schloss von Versailles auf. Ich habe keinen Versailles, das ist einfach nur ein Sumpfland. So einem Verschlag. So ein Bretterlustig, der da läuft. So eine Bretterbude, ne? Nee, ich hab einfach da, wo wer es zeigt, da ist so ein Bauwagen hingefahren. Da wohne ich drin. Und dann kommt da einfach der französische König mit so einem Dosenbier in so Jogginganzug und so Adiletten. Also Jogginghose habe ich an, ja. Ich find's lustig, Russland unterstützt by the way jetzt auch die Bewegung da. Die Bewegung, was? Ja, den Angriff gegen... Russland verpflegt gegen die Schweden. Oh, ja. Die Preußen, Ich sehe die Oh, die Osmanen werden auseinandergerissen da. Wetten, ja. Kintor streamt auf Twitch 100 pro. Ja, macht er auch. Boah, die Osmanen in die Schlacht. Richtig. Gastier. Richtig auf die Fresse. Wer, die Osmanen oder die Preußen? Die Osmanen. Ja. Die haben da oben 160. Nee, die haben da oben 160. Die haben da 100.000. 100, 200.000 Mann haben sie da oben gekesselt. Alter, was ein geiles Event, ey. Minus 530 Dukaten. Oh, nur 530? Oh, François. Frankreich. Ah, da hab ich's. Ah, jetzt ist noch einer mit drauf gekommen, ne? Sah nicht gut aus für die Osmanen. Nee.
Der verliert schön der verliert ordentlich Material. Also das ging überhaupt nicht so, wie sich der Otto sich das vorgestellt hat. Ich glaube, das kann man nicht festhalten. Ja, ich glaube, der hat sich einen schnellen Sieg vorgestellt, um Der wer macht 41? Das geht flott. Polen macht mir Sorgen. Oreo hat mir erzählt, er sieht keinen wirklichen Rivalen mehr auf der Karte. Und ja, er hat jetzt mehrere Rivalen. Ja. Ja. Wenn er die kriege, der hat ja, musste jetzt schon was vom Balkan abgeben. Naja, jetzt muss er was. Wenn er gegen Polen verliert, muss er auf jeden Fall Moldawien und Walachei wieder abgeben. Krim gehört ja. Ja, und er muss danach, nach den Kriegen, muss er noch 4 Provinzen an mich abgeben, die er sich ausgeliehen hat. Genau. Ah, stimmt, er muss dann nochmal Pyrenia. Boom, boom, boom. Frankreich schuldenfrei. Yeah. Was? Bist du schuldenfrei? Ja, ich bin schuldenfrei. Raus aus den Schulden, Peter Zwegert hat geholfen. Bist du nett, du hast immer noch. Alter. Ja, okay, ich wollte mal ein bisschen rumflexen. Glaubt mir wieder keiner, ey. Mann, ich mach Rechtsklick auf Frankreich, Großmarktaktion, Schulden übernehmen. Warte, wie viele Schulden hat Frankreich noch? Sekunde mal. 2400. Das werden ja immer mehr. Das ist. Hä? Nein, das stimmt gar nicht. Mir geht's voll gut. Der Russen-Stack marschiert Richtung. Der Russen-Stack ist jetzt in Bamberg. Ihre gesamten Schulden in Höhe von 2483 Das ist. Da stand gerade der russische Doomstack in Bamberg. Alter, der Schwede hat auch keine Rekrutenreserven mehr. Nee, der ist komplett tot. Du siehst ja auch, der bewegt seine Armeen überhaupt nicht mehr. Der Schwede kämpft gegen Russland, Polen und die Preußen. Und macht nichts. Ja. Und der Russe kämpft gegen den Schweden und den Osmanen und der Preuße kämpft auch gegen Schweden und Osmanen. Ja. Warte mal, kann ich theoretisch. Ich könnte Sachsen zum Vasallen machen. Was? Ich kann Sachsen zum Vasallen machen. Den Kaiser zum Vasallen. Nein, mach das bitte mal nicht, weil wenn der Kaiser zum Vasallen wird, dann wird Österreich wieder Kaiser. Ich wollte aber, ja gut, mach ich so. Und ich möchte zurzeit einen schwachen Kaiser haben. So. Ja. Ich kommentiere nicht, wenn man mit dem Blick auf meine... Ja, hoppala, wenn ich jetzt da angreife in Südamerika, in Mittelamerika, dann habe ich eine kleine Koalition aus komplett Mexiko. Ja, das ist... Ach, der Hjornko hat auch eine Koalition aus den letzten Großmächten auf dem... Dürst du einfach bloß die KI deaktivieren? Ja. Habe ich gemacht. Warte mal kurz, ist Japan nicht mehr im Krieg mit? Doch, Japan ist noch im Krieg. Ja, doch, stimmt, mit dem Osmanen. Conquer, ja. Achso, ja, gut. Polen muss heute... 4 Zuschauer bei Kindor sind alles Leute, die in der Runde sind. Ja, natürlich. Was glaubst du denn? Ich höre den Stream bei Keks. Ja, ich auch, das ist schlecht. Ich bin da sind in Polen, ey. Angriff. Wer ist denn der Anführer? Aber MST hat sich wohl jetzt an die Osmanen rangeschmissen. Ja. Das wundert dich. Was soll er denn auch machen? Also er hat den Osmanen Partner geholt, ja. Kreativ, ja. Ja, musst du gerade sagen. Oh yeah. Jetzt geht's los. Warum? Wie viel Schulden hast du noch? Weiß ich nicht, aber ich kann sie gleich abbezahlen. Jetzt geht's los. I'm back, bitches. Hast du 2500 Dukaten? Nee, ich hab nur 800. Und die habe ich mir auch geplündert. Aber pssst. Ah, er hat sich alles selbst verdient.
Oh yeah, selbst verdient. Eigenkapital. Ich kann deine Schulden gleich übernehmen. Ich habe einen Handelskriegsgrund gegen Jaunpur bekommen, weil ihre Handelsmacht jetzt so schwach ist. Oh yeah. Ich hab preußische Engländer. Polen-Litauen ist keine Großmacht. Nee, du hast ihn jetzt überholt. Mhm. Ah, wo ist Japan denn jetzt hin? Weg. Weg vom Fenster. Du musst arbeiten, oder nicht? Scharfe Häusle baue. Oh, ich will keine Söldner engagieren, aber ich... Sei ja for peace. Ich kann... Boah, ey, der Krieg da im Osten. Es ist ein totaler Vernichtungskrieg. Ey, das sind orthodoxe Fanatiker in Polen. Ja. Würde ich nicht töten. Nee, ich würde sie auch behalten. Ja, du unterschätzt den Polen. Ich hab nochmal preußische Exilanten. Super. Ja, freut dich doch. Ja, jetzt krieg ich mal eine vernünftige Armee, hoffe ich. So, Rotenburg wollte ich als Kaiser haben. Wir zittern alle, ich merke das schon. Mann. Och, wie schlimm Rotenburg. Jetzt will Rotenburg auch noch Provinzen zurückfordern. Du weißt schon, dass ich dich einfach abbrenne, Rotenburg, wenn du dumm kommst. Ich bring dich einfach nieder, du Scheißhaufen. Ja, eben, mach ich doch. Rotenburg ist... Ja, ich dachte mir, Österreich wird eh nicht gewählt. Weißt du, ich sag's, ich dachte mir, Österreich wird eh nicht gewählt von niemandem. Direkt an meiner Grenze. Ja, und dann dachte ich mir so, Rotenburg ist noch besser als Kaiser für dich als Sachsen. Und dann dachte ich, ja, nehmen wir die. Ja, und dann jetzt sind sie tot. Jetzt haben sie sich gerade unbeliebt gemacht. Das winzige Empire aus. In Ungnade aus 40. Das Empire aus von der 40 Entwicklung. Da habe ich richtig Angst vor. 40 Entwicklung, das kann ich niemals besiegen. Die werden mich ja so klatschen. Wer hat denn schon Militärtech genommen? Verrückte aus dem Krieg wahrscheinlich. Nö, keiner von den Verrückten im Krieg. Außer Polen, der hat aus irgendeinem Grund diplomatisch getaggt. Ja, das ist wichtig. Im Krieg immer gut Diplomatie machen. Ja. Ja, unterschätzt den Polen nicht. Der weiß, was er tut. Bestimmt. Ich weiß auch, was ich tue. Ja, das wissen wir, aber beim Polen, naja. Ah ja. Kutai, schnetzelt meine Rebellen weg, das ist super. Bedank dich mal bei denen. Muss im Afrika-Korps aussehen. Warum bin ich anglikanische Provinzen in meinem... Wait, what? Klickt mal bitte auf Baden. Dann hast du Schulden mehr. Nee. Baden. Doch, hab ich noch. Klick auf Baden und sag mir dann, dass daran falsch irgendwie ist. Kann falsch aussehen. Oh, der Kaiser von Rotenburg verlangt, dass wir die Provinz Lorraine zurückgeben. Nope. Ich weiß es kann nicht. Kann angeblich allen seine Schuld. Die sind anglikanisch. Nein, Baden ist protestantisch. Bei mir sind die anglikanisch. Dann ist die Provinz vielleicht. Ne, protestantisch. Wo hab ich hier denn jetzt wieder Hurenrebellen bekommen, ey? Bei mir wird die anglikanisch angezeigt. In Amerika, da habe ich ja meine Wahl. Die eine Provinz ist anglikanisch, aber die Staatsregion ist... Ja, meine ich ja, die Provinz Baden. Ach so, okay. Keine Ahnung, wie die da hinkommt. Ich habe jetzt auf das Land geschaut, deswegen war ich gerade so... Ach so, ja. Ach ja. Wie häufig ist denn? Jetzt beginnt die Gegenoffensive. Polen gewinnt gerade den Krieg. Na, Alter. Tschüss, ja, ich höre das gerade nebenbei. Ich glaube, die Motivation ist bei denen nicht mehr so groß.
Wer, ja. Wer kämpft denn mit den Osmanen? Die Schweden, ne? Die Schweden. Die Schweden werden jetzt wahrscheinlich komplett Finnland verlieren, vermute ich mal. Schweden und Jaunpur kämpfen mit dem Osmanen, aber Jaunpur wird am Ding Also, der Osmane wird wahrscheinlich sogar am wenigsten leiden. Ich vermute, der Schweden wird am meisten bluten in den Krieg. Hoffentlich. Ich glaube, der Schwede verliert sein Holstein, Schleswig und so da hinten. Ich denke, ja, an die Preußen. Und an den Preußen und der Russe nimmt sich Finnland, schätze ich mal. Und der Pole wird sich Moldawien zurückholen. Moldawien und Walachei wahrscheinlich. Ja. Aber ist ja auch klug, also. Tja. Das Problem ist halt immer noch mein Regierungsdimit, das ist so scheiße. Das ist so scheiße niedrig, nur 950. Ich hab wieder einen Händler übrig, der Keck. Irgendwo, wo er mir nicht auf den Sack geht. Ja, das wird schwierig. Hä, hey, warum? Meine Gebiete sind Katsina, Timbuktu, Tunis, Alexandria, ja, gut, das Genua und Venedig. Die sind die, die mich interessieren. Das juckt mich ja nicht. Ja, also. Da verpiss dich! Alter Osmane, der ist richtig am Eskalieren jetzt, ey. Warum? Der hat jetzt seine gesamte Armee in den Balkan gestellt. Nicht mit wem ich alles im Krieg bin. Tatsächlich. Gut. Ja, ist doch ganz easy. Du bist im Krieg mit Aztekenreich. Komm, komm. Tarkan. Komm, komm. Komm. Keine Ahnung, die ganzen Länder kann ich nicht aufzählen. Du kannst auf Diplomatie gehen und dann siehst du die auf der Karte. Ah, danke schön. Okay. Ja. Mhm. Belagert. Ist für eh schon alles belagert gefühlt. Ja, also nichts Schlimmes. Zack, weg mit. Alter, was macht denn der Pole? Oh Gott, ey. Was ein Spacken. Interessant, was da abgeht, ne? Ja. Ich seh halt, was in wie viele Russen da stehen. Ja, Alter, sowjetische Dampfer. Wie viele Russen? Weil ich mit Polen verbündet bin. Ach so, okay. Schon die ganze Zeit, ich seh, was in Polen abgeht. Und jetzt wird der Inder gewiped. Alter, der Inder. Die ziehen gerade ihre Truppen für eine Schlacht zusammen, glaube ich. Was, der Inder wird gewiped? Ja, der Inder wird locker rausgehauen noch. Alter! Wenn die Glück haben, ich sehe die Schlacht auch, ja. Die Russen haben fast eine 7 Moral. Und sind damit über 1,2 höher als die Osmanen. Die haben nur 5,5 und die Osmanen haben Plus-Malus. Cool. Und mehr Truppen. Also ich hatte eine 8er Moral, als wir gegen Österreich gekämpft haben. Da kommen nochmal 200.000 Osmanen als Verstärkung. Nein, nur 120.000. Nee, da kommen noch mehr Russen. Ja, da kommen noch mehr Russen. Alter, was ist denn das für ein Battle, die Russen. Die Russen rasten aus. Ja. Ey, jetzt kommt noch die Schlacht von Podole, ey. Bam, Tod, Mordschlag. Größer als die Völkerschlacht, ey. Und das 1618. Ah, Alter. Alter. Die Osmanen verlieren die Schlacht, wenn sie keine Verstärkung schicken können. Oh, die Russen haben 0 geworfen. Jetzt haben sie 8 und die Osmanen haben 0. Jetzt haben die Russen 9 geworfen. Darf ich machen wir gleich. Wieder 9, Fernkampfphase. 8, die Osmanen 3. Boah.
Wie viel Artillerie haben denn die Osmanen dabei? Und wie viele die Russen? Die Osmanen, wo sehe ich das denn? Die Osmanen haben 130.000 Artilleristen und die Russen 180.000. Ja, weil die Schlacht ist fast vorbei, die Moral der... Ja. Also ich will sehen, wie viele Tote das sind. Frankreich, kannst du mir die Institution geben? Verluste sind ganz unten, oder? Ja, jetzt. Die Russen haben verloren 10.000 Kavalleristen und 112.000 Soldaten und die Osmanen 130.000 Soldaten, 25.000 Kavalleristen und 30.000 Artilleristen. Also die die Russen haben klar gewonnen auch von den Verlusten. Ja, ja, die Russen haben die einfach auseinandergenommen. Gefickt.